So, meine Damen und Herren, ich will Sie ja nicht stören, aber herzlich willkommen wieder bei Assassin's Creed. Okay, wir waren letztes Mal, haben wir aufgehört von dem schönen Tor hier. Und ich würde sagen, wir lunzen einmal rein da, ne, was da uns erwartet. So, interagieren. Wie kommt man da nur rein? Ich frag mich, ob... Sie ist am Öffnen durchgeht, ne? So. Ein Speer. Wer ist da? Zeig dich! Sorry. Mit Zögern bringst du dich nur schneller. Ins Grab. Ich weiß, Martha. Du wirst immer besser. Und dein Wille ist stark. Doch du handelst nicht. Das wollte ich ja. Ich weiß. Aber es sind die Augenblicke dazwischen, die entscheidend sind. Du bist dran. Leonidas Speer. Du bist jetzt alt genug. Der Speer meines Vaters bringt eine Bürde mit sich, aber du bist bereit. Fuchtel, Fuchtel. Ich hab was gespürt. Ja? Der Speer ist voller Magie. Er entstammt einer Dynastie der Macht. Ach so. Eine Linie von bedeutenden Helden desselben Blutes, das in deinen und meinen Adern fließt. In unserer Familie. In uns allen? Denk an Leonidas. Er hatte sehr viel Mut. Und er hat ein großes Opfer gebracht. Sein Blut ist dein Blut. Und auch seine Kraft. Wir sind in der Lage, bestimmte Dinge um uns herum wahrzunehmen. Das ist die Gabe unserer Familie. Aber das kann nicht jeder verstehen. Manche erkennen die Macht, die wir in uns tragen, und wollen sie nur für sich. Sie werden versuchen, sie uns zu nehmen. Das lasse ich nicht zu. Ich weiß. Du bist eine Kriegerin. Wenn wir weitergehen, immer weitergehen, sind wir unbesiegbar. Ein Sturm zieht auf. Dann sollten wir jetzt vielleicht weitergehen. Martha, ich habe dich nicht vergessen. Martha, Martha, Martha. Martha, Martha, Martha. Martha und Zell in der bunten Dschungelwelt. Da, da, da. Wow. Das Türl geht zu. Cassandra, pass auf. Bei den Göttern. Wer hat all das erbaut? Jo. Mach mal Fackel an. Husch. Naja, schaut ganz so schlecht aus, ne? Da, irgendwie. Warte, warte, warte mal. So. Ei. Tamtis, diese Malepris. Müssen wir uns gucken, schnell. Okay. Da bin ich wieder. So. Cassandra. Das ist Miranda, Cassandra. Wie ist sowas überhaupt möglich? Was denn? Dass doch nichts zum Looten ist, ne? Wie ist das möglich, Cassandra? Wie ist das nur bloß möglich? Da gibt's kein Loot für uns, ne? Das ist nicht gut. Loot tut gut, wenn's. Wie könnte ich sowas jemandem wie Markus erklären? Da hinten. Okay. So. Ah, da. Tatü, tata. Okay, da vorne müssen wir hin, ne? Was ist denn? Da drüben leuchtet etwas. Wo?
Wo denn, Cassandra? So. Naja. Dann ist der Eingang ja eh für den Arsch, wenn man da oben schon rein kann eigentlich, ne? Naja, da regnet es sicher rein, ne? Cassandra. So. Okay, was ist denn da? Interagieren steht da. Siehst du? Yeah. Dein Speer spart. Aha. Uralte Schmiede. Erkundungsgebiet. Okay. Interagieren. He-Man. Ah, She-Ra. Bei der Macht von Grayskull. Cassandra hat die Macht. Schmiede aktiviert. Synchronisiere konstante Neuübertragung. Kontakt aufgenommen. Okay. So ist das, ne? So ist das, ne? Cassandra. Oh, hoppala. Jetzt sind wir wieder draußen. Dimas. Die Schmiede. Ich wusste es. Ich habe dich zu lange im Animus gelassen. Deine Vitalwerte sind abgestürzt. Du verstehst das nicht. Das bestätigt es. Cassandra hat ISO-Technologie nicht nur besessen. Sie konnte sie sogar verbessern. Stell dir vor, wie mächtig dieser Stab sein könnte. Ich gebe zu, das wäre ein unglaublicher Fund. Nur im Moment bin ich die Ärztin und kümmere mich um dich. Und jetzt ruh dich aus, bevor du zu Cassandra zurückgehst. Oh ja, ich brauche eine Pause. Wenn du drauf bestehst, aber nur weil ich draußen noch etwas zu tun habe. Bitte krieg einfach den Kopf frei. Das Letzte, was wir brauchen, ist, dass die Leiterin unserer Zelle uns im Sicker-Effekt aufspießt, weil sie uns für Hethiter oder Tracker hält. Tu ich nicht. Aber Tracker feiern tolle Partys. Vergiss nicht, wir sind ein Team. Wir halten dir den Rücken frei, bis die Untersuchung abgeschlossen ist. Ich weiß. Kyoshi hat gestern das Loft gesichert und hält die Augen offen. Elena steht bereit für historische Recherchen. Und sprich mit mir, falls du nach einem Animus-Aufenthalt verwirrt bist. Ganz die Therapeutin. Wie verwirrt? So, Frau Doktor, wie fühlst du dich jetzt, wo der Stab zum Greifen nahe ist? Ich glaube, dass dieser Stab wichtig ist. Aber Templer und Assassinen haben schon früher Edenstäbe gefunden. Nikolai Tesla hat einen in Russland gesprengt, wenn ich mich recht entsinne. Das ist was anderes. Wenn es stimmt, was ich in Ägypten sah, kontrolliert dieser Stab nicht den Verstand, sondern die Physik. Stell dir vor, wir könnten die Regeln des Universums umschreiben. Der Speer, den du gefunden hast, ist hier und er macht gar nichts. Der Speer gehört zu einer Blutlinie. Leonidas, Cassandra und Dimos. Ich meine Alexios. Sie hatten eine spezielle Verbindung zu ihm. Bist du denn sicher, dass du den Hermesstab benutzen kannst? Nein, aber wenn die Templer ihn kriegen, suchen sie so lange, bis sie jemanden finden, der es kann. Mhm. Ja, dann erzähl mal, was da noch drin, ne? Von Anus. Und? Was hältst du von meinem neuen Animus? Neuen Animus? Du meinst unserem neuen Animus? Das ist Abstergo-Equipment. Dessen Innenleben ich bis ins kleinste Detail modifiziert habe. Es ist ein Prototyp der Brayman-Version mit optimierten Ein- und Ausgabemöglichkeiten. Ultraportabel mit mehr Rechenpower als die NASA und CERN zusammen. Ultraportale Anale, ne? Ah ja. Der neue Animus, ne? Analus. Oh Gott. Ich mach kurz Pause. Schade, dass wir keinen Zugang mehr zum Fitnessraum haben, oder? Die Mitgliedschaft ist zu teuer. Fitnessraum, ne? Zum gemeint, ne? Sieht jetzt äußerst zweideutig an, wenn die reden. Ich weiß nicht. Was ist denn da hinten? Also, das ist eine richtige Bruchbude, ne? Oh Gott, das sind die komischen Hasen da. Wie heißen die? Also die kann nicht springen. Sie kennen die Cassandra. Aber komm, einmal geht's noch. Servus.
Ich bin's. Die Räuber Fotzenklotz. Ja. Ich frag mich, ob die Fries London wiedererkennen würden. Ich meine, ein Dach ist ein Dach. Wie? Ich frag mich, ob die Fries London wiedererkennen würden. Ich meine, ein Dach ist ein Dach. Die Fries. Fry, Fry. Das ist ja von Futurama, oder? Wokidoki. Am Wokidoki. Wie läuft es da draußen? Gut. Keine Gefahr in Sicht. Schön, wieder mit dir zu arbeiten. Ja, unsere Arbeitsweisen sind kompatibel. Kiyoshi. Bist du noch sauer wegen des letzten Zusammenstoßes mit Abstergo? Oh ja. Es tut mir leid, mir war nicht klar, wie steil diese Hügel in Quebec sind. Geil. Aber hey, deine Yakuza-Reflexe haben uns gerettet. Sorry, Ex-Yakuza. Wir leben noch und unsere Wunden sind verheilt. Das ist alles, was zählt. Man darf echt nicht zweideutig denken, ne, bei dem Text. Eieiei. Ja, die Hügel sind steil, ne? Ganz genau. Ich kehre in den Animus zurück und folge Herodotos Spur, um den Stab Hämorrhoiden, zu finden. Ja. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Entscheidungen. Man kann nie wissen, welche richtig sind. Verdammt. Du hast eine der Bruderschaften geleitet. Was würdest du tun? Einen Schritt nach dem anderen. Beobachte, dann handle. Oder bring alle um und durchsuch sie nach Antworten. Deine Wahl. Okay. Danke für die Rückendeckung, Kiyoshi. Ich lass dich mal arbeiten. Ich melde mich, falls Abstergo auftaucht. Bück dich, mach dich glücklich, hat er vergessen zu sagen, ne? Also sind Server. So, interagieren. Sieht aus wie Todd Ekelon. Oder war es Forth? Ne, das war Splinter Cell. Ja. Schade, dass wir gehen mussten, ohne Karibu zu trinken. Wer ist denn das? Hä? Um was geht's denn da überhaupt? Ist das ein Dildo im Bett? Also, wenn das Spiel nicht so richtig zweideutig ist, ne? Bei den zwei Mädels da jetzt zum Beispiel, ne? Ist ja nicht. Das ist ja das, wenn das ein Pornohäftchen wäre, ne? Und dazu. Ja. Interessant, ne? Interagieren. Allen Vieren, warte mal. Faszinierend. Leila, ist es zu glauben, dass wir Herodotos persönlich treffen? Ist es. Und er redet ziemlich viel. Kann ich dir bei irgendwas helfen? Passt das, was ich gesehen habe, zu deinen Recherchen? Ich musste den Animus anpassen, um das Buch als Referenz nutzen zu können. Dieses Buch ist ein verlorenes Werk von Herodotos. Er hat quasi das Konzept der Geschichtsschreibung erfunden. Und andere Persönlichkeiten passen auch. Kleon, Perikles, die Möglichkeit, die Geschichte selbst zu erleben. Deshalb bin ich bei den Assassinen. Für die meisten ist es wohl Gerechtigkeit oder von Dächern springen. Aber Geschichte ist auch cool. Ich liebe Geschichte, seit mein Opa mir Geschichten über seinen Opa in Irland erzählt hat. Er war ein Seemann und Abenteurer, also setze ich quasi die Familientradition fort. Ich hatte so ein Glück. Man schafft sich sein Glück selbst. Warum sagen mir das immer alle? Bald lang los. Was weißt du über Hämorrhoiden? Also ich traf Herodotos, aber ich weiß nicht viel über ihn. Er ist brillant. Seine Historien gelten als das wichtigste Werk über das klassische Griechenland. Leute haben Karriere gemacht, nur weil sie seine Worte neu interpretiert haben. Ihn in seiner Welt zu sehen, durch seine Polis zu gehen und... Tut mir leid. Polis. Er ist so eine Art Held für mich. Lass das Fangirl ruhig raus. Yay! Noob. Also sie steht auf Poplis. Okay. Ich lass dich mal arbeiten. Wenn du irgendwas brauchst, sag einfach Bescheid. Ein Eimer Kleidgel, bitte. So. Mal das auch. Ob ich Mails habe? Ach nö. Der Mittelpunkt des Universums im Altertum. Wie? Der Mittelpunkt des Universums im Altertum. Wie kommst du auf das? Könnte Europa gewesen sein, was sind da? Schon. Adler sind prima, aber interessierter Affe wäre noch cooler. Nee, bin ich nicht. So, haben wir jetzt soweit alles, ne? Was sind die blöden Mails jetzt? Machen wir.
Ich will gar nicht reinschauen da, warte mal. Na, schauen wir da rein. Wer ist? Der Querbeißbruch? Was? Ich sehe das nicht richtig. Ah, Gott. Eieiei, was steht denn da? Leila Hasen, Hasenberg. Ich bin drin, oh ja. Wie denn das? Sagen wir einfach. Ich habe einen Krypto-Key unter die Fußmatte gelegt. Für den Fall, dass Abstrego mich absolviert. Und? Stimmt die Vermutung? Ja, gerade rechtzeitig. Sie haben einen Ort, Notre Dame, de Quebec, finden aber das Relikt nicht. Ich bin sicher, dass es da ist, okay? Die Victoria schreibt wieder, ne? Ich schätze, die haben keinen Katholiken in dem, im Gegensatz zu dir. So, auf keinen Fall. Webback, wir sind auf dem Weg. Quip, wie wird das ausgesprochen? Keine Ahnung. Hoppala. So, der Deutsch. Ah, Gott. Was haben wir da? Subjekt. Potenzial. Nachfahre. Recolets, die Fähigkeiten zum Rückzug haben. Orden der Franziskaner im 15. Jahrhundert. Recoleticeketen. Warte mal. Oh. Beziehungsweise. Ich kann kein Französisch, so, ne? Das ist klar, ne? König Ludwig der 8., nein, 13. Samuel de Champlain, warum mit einer Auswahl von Rekollekten nach Kanada zu reisen. Ah, okay. Bei der Rückkehr nach Frankreich wurde der Orden unvermittelt aufgelöst, okay. Einsatzkraft. Geschwärzt. Verfolgt die Blutlinie. Geschwärzt. Die Mönche. Vater Dennis Yamat. Jean Dolbelü. Joseph Le Caron. So. Paki Fiku. Dupelesis. So. Nicolas Phil. 1925 ertrunken. Ja, wer ist das? Keine Ahnung. Kathedral Baliska, Notre Dame, de Quebec. Hier liegen Schätze und Dokumente aus 400. 900 Menschen wurden unter der Kathedrale begraben. Bei Ausgrabungen wurde versteckte Relikte entdeckt. Zusammenfassung: Durchsuchung der Kathedrale Balistica, ja, Notre Dame, de Quebec. Gesuchte Objekt nicht gefunden. Ja, super. Aktualisierung. 5. September 2017. Der Ort wird von Agenten überwacht. Erwarten neue Informationen. Break. So. Leck mich doch fett, Alter. Eieiei. Warte, dran. Ach, Meisterwerk, historische Wahrzeichen seit 1633 und Blutdepot. Da. Irgendwo in der Krypta. Ja. Hübsch. Putti. Aha, Relikte in den Altar gebracht. Ba. Problem, goldene Kirchenjuwel. Es wimmelt dort von Besuchern und Pilgern. Okay. Wieso ist denn das jetzt in Frankreich wieder da? Ich bin ja. Ich verstehe es gerade nicht. Okay. Ausgrabung. Notre Dame. Also, ich will ja nichts mehr Notre Dame, da ich bin ja in Griechenland eigentlich unterwegs, oder? Bestochen, gute Arbeit, Medien haben ihre Story. Hast du die Goldfarbe abgekriegt, K? Die Farbe ist kein Problem, aber die klingen in meinen Ohren. Unglaublich, dass du das durchgezogen hast. Wenn du nicht an einen goldenen Kiyoshi-Engel glaubst, woran glaubst du dann? Na?
Ein Chicken McNugget, so das kann ich haben. Hier soir, un cambriolage a eu lieu à la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. Heureusement, les dégâts au bâtiment historique sont minimes. Minimi. Le secrétariat de la paroisse rapporte que les malfaiteurs sont partis en laissant derrière la cible du vol. Gott, wieso ist denn das Französisch jetzt so? Ich verstehe es nicht. Das ist ja... Ach ne, komm schon, Realität der Simulation. Ich bin tief in die Theorien eingetaucht, nach denen unsere Realität nur noch Simulation ist und ganz in der schrägen Erde des Internets gelandet. Ich sammle momentan nur Infos, nicht alles. Was ich gefunden habe, war nützlich. Es ist schwer vorstellbar, dass die Welt, wie wir sie kennen, auch nur eine Art Anus ist. Aber irgendwie ergibt es auch Sinn. Okay, Leila. Der Anus, ja, der Tyrann dann, ne? Den religiöse Artefakte mit übernatürlichen Kräften. Chillig Top 10. Was? Ja, chillige, ja. Wunder. Wie real sind sie wirklich? Diese Relikte haben alle ihre eigene Geschichte. Gute, schlechte oder göttliche. Abonniert mich. Danke. Um mehr solche Listen zu sehen. Okay. Folge uns in den sozialen Netzwerken, um tägliche Listen-Updates zu erhalten. Kauf Merchandise-Artikel. Ja, danke. Das ist für die Let's Player einbaut oder so. Anscheinend, ne? Also ihr könnt mir ruhig abonnieren, ne? Wenn es euch gefällt oder auch nicht gefällt, ne, könnt ihr trotzdem abonnieren. Freut mich trotzdem. So. Relikte Heilige Top 10, 10 lustige Fail Compilation. Kommentar 1. Cooles Video. Seht ihr meinen Kanal an? Nein, seht ihr meinen an? Bisher kein Heiliger Gral, ne? So. Das ist jetzt richtiges. Warte mal. Bin ja aber neugierig. Das ist der Kanalname, ne? Warte mal. Das ist der Browser. Internet da. So, jetzt gehen wir mal Recherche, ne? Gehen wir mal auf YouTube ein. Schilling Top 10S. Okay. Mal. Okay. Das ist ein Fake-Kanal. Ich schaue gerade mich auf YouTube, ne? Ja, leider gibt es den Kanal nicht. Schade. Schade, schade, beiß doch mal in die Wade, ne? Der Charles hat was hochgelungen. Okay, gehen wir wieder zurück. So. Was haben wir dann noch? Questionmarkt. GSVP Tief. Das Fragezeichen. Geheimnisse, geheime wissenschaftliche Untersuchung Nummer 39. Antikes Griechenland. Geheimnisse des antiken Griechenlands enthüllt. Atlantis. Wo es ist es versunken? Und können unsere Satellitenbilder bei der Suche helfen? Nicht verpassen. War Herodot? Eine Marionette der Illuminati? Herakles. Mensch oder Mythos? Gab es Halbgötter wirklich? Dreiköpfige Hunde. Die Russen. Die... Was? Demiklans? Kaut? Demiksch? Demikaus? Kausch? Vorbild? Nacheifern. Neue Studien. Pythagoras? Was hat er gewusst? Der Autor des... berühmtesten Satzes hat auch geglaubt, dass Zahlen der Schlüssel dazu sind, das Universum zu verstehen. Na, Zahlen sind Schlüssel fürs Universum. Okay. Und nochmal. Verdammt. Ach nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Warte mal. Boah.
ist aber wichtig. Nein, ist es nicht. Hey, wer? Wie wird mir beim Kürzlich in Ägypten, also mit Freunden und verwechselt? Das war wieder was Privates, glaube ich. Ich weiß ja nicht, wo du mal bist. Und da. Kandidat. Aus Texas, USA, sprich Englisch, Italienisch, sehr gut, Kampfsportler und Schütze. Als Undercover-Potenzial Tourist, Kunsthändler, Vatikan, diesmal nicht. Außer Dienst, außer persönlichen, aus persönlichen Gründen. Okay. Not this time. Oh, Schnucki. So, aus Posten. USA spricht Englisch, Latein, Altgriechisch, Sanskrit, Historien. Rugby-Spielerin, Rugby-Spielerin, Kampfkunst, noch nicht bewertet, Fachwissen bezüglich antiker Dokumente und Kirchenbau, könnte sehr hilfreich sein, noch nicht, noch in Ausbildung, nächstes Mal. Ja dann tschüss, ne? So, aus Osaka, Japan, spricht Japanisch, Englisch. Sehr guter Kampfsportler, unbewaffnet, Klingenwaffen, Schusswaffen, ehemaliger Yakuza. Yakuza. Undercover-Potenzial durch Kochkünste als Gastkoch für Restaurants oder Festivals in Quebec. Ja, aber Sorge dafür, dass er sich nicht überarbeitet. Kommt gerade von einer schweren Mission. Ja, wie kann den anheuern? Für was soll ich den anheuern? Ich weiß es nicht. Aus Quebec, Kanada. Quebec. Spricht Englisch, Französisch. Psychiaterin, Doktortitel in Neurophysik. Neurophysiatrie. Spezialist auf neuronalen Aspekte der emotionalen Gedächtnis in. Gedächtnisfunktionen, ne? Persönlichkeitsstruktur und Psychologie. Was? Psychopathologie. So. Verließ Abstrego nach dem sogenannten Ascartens-Event. Wurde von Willem Miles wegen ihrer beispiellosen Fachkenntnisse rekrutiert. Nimmt an Mission teil. Denk daran, wenn du sie umbringst, bist du arbeitslos. Also dies müssen wir töten. Hammersetzer, okay. Ah, packen für Griechenland, verdammt. Eine Unterhose. Daten zu bürgenden Nachkommen von Leonidas. Geschätzte Genauigkeit 76%. Bist du mit der Genauigkeitsrate einverstanden? Wir benutzten Jahrhunderte alte Texte und DNA aus jahrhundertaltem Blut aufzubereiten. Hoffentlich lassen sich da Lücken füllen. Verstanden, Berg. So. Griechenland, offizielle hellenische Republik, historische Hellas. Hellas. Jetzt live Info AB Unterbund. Erste Zeichen menschlicher Vorfahren. Circa 270.000 vor unserer Zeit. Früheste Zivilisation. Circa 3200 vor unserer Zeit. Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich. 1821 der Europäischen Gemeinschaft. Heute Europäische Union. Beigetreten 1981. Nacheinander Teil des Römischen Reiches. Palästinischen Reiches, der Republik Venedig und des Osmanischen Reiches. Bergiges Hinterland mit mediterranem Klima, von Historikern aus Geburtsort der westlichen Kultur bezeichnet. AR. So. Grätze. So. Ist ja ein Foto auch dabei gewesen. Ach nö. Herodots und sein Werk. Na, ich kann es euch durchlesen. So, da. Ich hab schon ganz den trockenen Mund jetzt und so. Das können wir noch. Speer des Leones, angeblich angeblich eine mächtige und
todbringende Nahkampfwaffe. ISO-Technologie, ISO-Star, kann auf verschiedenen Arten aufgerüstet werden. Unvorhersehbare mentale Effekte, Speicher für genetische Erinnerungen möglich, von Leonidas an seinen Enkelkind weitergegeben. Arsch. So. Wer ist Aletheia? So. Ich krieg die Krätze, ne? So. ISO-Architektur, so. Das könnt ihr euch ja durchlesen, warte mal. So. Sander. Okay, oh Mann. Die ISO-Star-Wissenschaftler-Dings, ja, ja. Okay, das braucht man nicht weiter scrollen. Okay, gut. So. Eieiei. Junior. So, nochmal. Da kannst du lesen. Da. Phoenix-Projekt. Ich habe von den Kollegen Charlotte des Links gehört. Frage also mit Bergen, Spezialisten, Sprengstoff benutzen. Boah, Spuren von Koi Neu geben. Wie ist Kyoshi Galana? So, ich weiß nicht, vielleicht ein Japaner. Was weiß ich? Der Hermes, She Hermes. So. Wir wissen nicht viel über diesen ISO, außer dass er einer war. Die Griechen und Ägypter verehrten ihn, beide seine speziellen Anhänger nannten sich Amica. Metika, so. Am Herbst Trias ging er von allem Archimie-Stab. Theoretische Pythagoras getroffen und den Stab gegeben haben. Theorie, Stabschlüssel, ISO, Gleichung der Realität ist okay. Also der Hermes und der Pythagoras. Gemeinsame Sache gemacht oder so, keine Ahnung. Boah, ich mag nicht. Da ist die Chefin. Da. Okay. Cool, Mother Tata. Was ist denn da jetzt? Ach, leck mich doch fett, alter Schwede. Wie soll sie das alles durchlesen? Verherrlich. Es ist schon eine Weile her, ich wollte dir schreiben, aber du warst offline. Was geht ab? Mein Lieblingsshop, The Reset Man. Okay, was? Tut mir leid, es ist nur gerade ziemlich stressig. Ich habe mich abgemeldet, um den Kopf frei zu kriegen und mich auf wichtige Dinge zu konzentrieren. Keine Sorge. Alemcheck. So. Tschirzi! Alan, was ist los? Ist es Arendt? Arendt? Ich habe gerade nachgesehen und er ist auch offline. Bitte sag mir, dass es euch beiden gut geht. Leila. Oh. So. Okay. So. Ich bin sicher, dass es ihm gut geht. Er ist still. Seit er von der australischen Mission zurück ist. Der neue Doktor sagt, das sei normal. Ich habe mir freigenommen, um bei ihm zu sein. Ich habe eine Webseite gefunden, auf der man Salmiakapastillen und Stropwaffeln bestellen kann. Das sollte ihn aufmuntern. Keine Ahnung, was das sein soll. Arendt ist Süßes und er braucht einen Doktor. Und ich habe gerade gesehen, dass noch keiner seinen Bericht fertig hat. Was zum Teufel ist in Australien passiert, Leila? Oh. Ach nee, ich mag nicht. So, ich schaue mir jetzt Medien an und dann ist gut, ne? Eine Medien. Das verlorene Buch von Herodotus, der Speer des Leonidas. Würde ich nicht für die Assassinen arbeiten, würde ich es nicht glauben. Ich bin mir jetzt nicht mal sicher. Aber mit ein bisschen Glück und viel Recherche haben wir den archäologischen Fund des Jahrhunderts gemacht. Oder wir hätten, wenn es nicht geheim wäre. Ja, passt.
Danke. Aber irgendwie müssen wir das ja machen. Na, Grüße, warte mal. Ich rufe dich an, okay? So. Gedenkgottesdienst. Also wie gesagt, der Gedenkgottesdienst für Charlotte ist am Donnerstag um 10. Bitte sag Charlene Bescheid. Charlene Bescheid, falls sie dich anruft. Sie hat mir zweimal auf den AB gesprochen, aber keine Nummer hinterlassen. Und ich erreiche sie einfach nicht. Vielleicht hat sie sich selbst Medikation gegriffen. Warte mal. Wissen? Ja. Nix. Okay. Bill bla 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 blub. Antwort: Gedenkgottesdienst. So. Und gut, lass Charlene sich abfüllen. Und vergiss nicht, dass R.A. Arendt deine Fürsorge sehr zu schätzen weiß, auch wenn er es im Moment nicht sagen kann. Sei weiter so ein Engel. Bussi. So, deine Frage. Tut mir leid, dass ich dich mit persönlichen Problemen abgelenkt habe. Wolltest du mich etwas fragen, Bussi? Ernsthaft? Kein Problem, ich wollte nur fragen, ob du Lust hast, mich auf einer Mission nach Kanada zu begleiten, aber ich schaff das auch alleine, Bussi. Na, so kennt ihr das. Hast du mit Kiyoshi gesprochen? Er war auch in Australien und er hat nach Arbeit gefragt. Ich ruf ihn an. Zwinker, Smiley. So. Was sind die ganzen Emotes, ne? Das fehlt dir, Leute. Es ist also trocken. Ich habe gehört, dass sie nach einem Mitglied für ihr Team suchen. Ich stehe zurzeit zur Verfügung. Takura Kiyoshi. Ei. Lieber Mr. Takauri. Takakura. Na, so. Kann ich einfach Kiyoshi sagen? Habe ich Vor- und Nachnamen richtig erkannt? Ei, ich habe gehört, dass die Mission in Australien war ziemlich hart. Kaum zu glauben, wie euch die Flucht gelungen ist. Also euch allen dreien. Bist du sicher, dass du keine Auszeit brauchst? So wie Aaron und Caroline, so. Sagen wir's, ne? Ich brauche keine Auszeit. Ich bin bereit für die Arbeit. Ich bin bereit. So. Sehr geehrte Frau Hasenberg. So. Zunächst möchte ich mich vorstellen. Mein Name ist Dr. Victoria Bibebau. So. Und ich würde kürzlich von ihrer Gruppe als Kontaktperson vorgeschlagen. Mr. Kiyoshi Takakura ist bei mir in Behandlung. Weißt du, kennst du aus, Schnucki, ne? Die Details sind selbstverständlich vertraulich, aber nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass ich meinem persönlichen Patienten eine Rückkehr in den aktiven Dienst nicht empfehlen kann. Dr. Bau. So. Okay. Wollen Sie mich verschaukeln, verarschen? Ich bin vom Abstrakus Area Project. Was? Weltbeste Expertin für den Zika-Effekt. Ist das ein Inflationsversuch von Abstrago? Denn wenn es so ist, dann bin ich ganz sicher nicht die Aufsuchung. Ich nehme nicht die Kugel. Komm, Bock mit dem nächsten Mal. Schauen wir uns das nächste Mal an, glaube ich. Ich krieg neulich die Krätze. Einen grauen Star und grünen Star.
Ciao, ciao.